Start in 3-4 Minuten. Was zu trinken holen und was wegbringen und so. Hallo. So. Ein Kaltgetränk meiner Wahl steht bereit. Und muss nochmal eben die Frontalbeleuchtung einschalten. So.
Hallo Ordi, hallo Buddy, hallo Chaos. Ich wünsche euch dreien einen guten Abend und sage Hallo. Wie geht's euch? Was macht ihr? Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich meine Spülmaschine die erste Inbetriebnahme gemacht habe. Streiche das in. Ja, das hat einen Moment gedauert. Ach ja. Aber wie üblich, frisch geduscht, von der Arbeit kommend und jetzt gibt's nochmal zwei. Jetzt spielen sie wieder Morse Hunter. Nein, ich werde jetzt Starfield spielen. Bin ja am Überlegen, aber nein. Muss das auch nochmal weiter durchziehen. So. Lilidudel. Ja. Ah. Ein Monitor hat jetzt wieder dynamische Verdunkelung aktiviert. Das heißt, die Bereiche, die nicht beleuchtet sind, werden auch tatsächlich dunkel dargestellt. Allerdings zählt dieser kleine FPS-Counter von Steam im Overlay oben links offenbar auch dazu. Sodass die linke Hälfte jetzt immer beleuchtet ist. Ja. Hat ja gut funktioniert. Naja. Starfield. Wir sind mehr oder minder bei der Hauptquest dran. Und ich habe immer noch den XP-Buff drin. Wir waren zuletzt an diesem Zeitsprung-Paralleluniversen-Fragment. Und hallo Sarah. Wir haben eine Menge Gegner hier und ich weiß, dass ich hier durchgehen sollte, deswegen habe ich hier gespeichert. Was ich hier aber mache, kann ich gerade auch nicht mehr genau sagen. Was mache ich hier? Finde das Artefakt, ja gut, okay. Ich habe gerade nur die Story nicht mehr im Kopf. Und wir sind auf jeden Fall schon mal ein Kappes weiter. Das nehme ich mit. Und das auch. Und das vielleicht nicht. Oh, es geht wieder los. Weißt du, das Essen ist noch... Sarah. Hier perfekt erhalten. Aber alles andere völlig eingefroren. Wassereinbrüche und... fürchterlich. Man muss es nicht verstehen, oder? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ein paar Credits. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich habe das Gefühl, ich sollte mal nicht alles immer mitnehmen. Wie viele Credits haben wir denn im Moment? Naja, okay, so viel ist es aber auch nicht. Sollte ich vielleicht doch ein bisschen was mitnehmen. Also. Blüchen. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Unvollständige Marzana-Projektdaten. Wow. Toll, das bringt ja viel. Schwerer Fehler. Das ging ja schnell. Du bist Geschichte. Gib mir Deckung. Die Deckung hat dir nicht viel genutzt. Oh, die Bewaffnung, die ich gerade habe, ist experimentell. Einfach mal ausprobieren.
Macht aber relativ guten Schaden. Hä? Warum blinkt mein Zielkreis da so rot? Weil ich nachladen sollte? Oh, warum? Ich denke, da ist irgendwas Explosives. So als Warnung, hier, Achtung, da ist was, was, worauf du nur schießen solltest, wenn du weit genug weg bist. Aber nein. Ach je. Geht das wieder los? So, das wäre doch mal eine Option hier. Ja. Eine Möglichkeit. Die Möglichkeit hier finde ich besser. Ich habe nur zwei einzelne. Also wenn ich den dahin und den dahin lege, dann muss ich den inneren Kreis ohne einzelne lösen. Okay, das hier geht beides. Das hier geht gar nicht. Oh, ja. Oh, da fehlt mir dann einer. Den gar nicht verwenden. Den verwende ich nicht hier. Kann ich nur so verwenden? Aber da sind leider zwei auf derselben Position. Jetzt klappt nicht. Ich würde sagen, ich habe schon verkackt. Den da soll ich da verwenden? Das hat mir das Spiel so gesagt. Ah, bin ich nicht mit einverstanden. Okay. Wow. Für Siedlerkleidung und gut, also das war, ja, naja, okay. na gut. Okay. Der geht. Der geht. Dann... Das könnte klappen. Das kann besser klappen. Nehme ich den hier. Das ging ein bisschen schneller. Wenn man zweimal drücken muss. Ist schon gar keiner. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was in der Lagerkiste gerade drin war. Hier sind relativ hochwertige Komponenten immerhin drin. Du trägst so viel Zeug mit dir rum. Du
Du solltest was davon loswerden. Nö, nö, das passt schon. Hm? Hm? Na dann. Warte mal kurz. So. Ja, das Steam da aufgeblinkt. Das tut es eigentlich nur, wenn irgendwie eine Benachrichtigung oder hier so ein Chatfenster geöffnet wird, aber. Wie viele soll ich denn noch öffnen? Warte mal. Kann ich mal ganz kurz schauen. Skills. Okay, Schlösserknacken habe ich schon maximiert. Das passt hier definitiv nicht. Hier oben. Sollen wir den wegnehmen und den. Ah. Irgendwie hatte ich sowas schon mal. Da hier die aus dem Lüftungsschacht hängt. Ja, nee. Irgendwie hatte ich sowas wirklich schon mal. Also hier bloß nicht runter. Das hat es jetzt nicht so wirklich gebracht. Ration. Das auch nicht. Aufreißende Schrotflinte. Ein Stapel Notizblöcke. Okay. Munition kosten, also wiegt nichts. Kostet nichts im Sinne von Gewicht. Ah. Das war jetzt nicht so ganz meine Absicht. Ich würde immer noch gerne wissen, ob ich irgendwie eigentlich nochmal Sachen da verarbeiten kann, die eigentlich aus den. Aus den Pflanzen und Tieren kommen, weil da gab es halt bisher irgendwie so gar nichts. Also in dem ganzen Crafting-Materialzeug einfach nichts da drin. In den Werkbänken. An Rezepten. Oh. Halt noch Geld. Nur deswegen nehme ich den ganzen Kram doch mit. Aber ich verstehe, wenn ihr sagt, ich soll mal durchlaufen. Also machen wir das mal. Ausrüstung. Lässt du mir ein paar Sachen? Ah, die ist schon voll. Na gut. Machen wir es so. Ah. Wir sind alle hinter uns, die Gegner. Man kann nur einen Teil davon. Aber das ist halt wirklich sehr sinnig auf einem prinzipiell sehr kalten Planeten. Explosive Behälter mit Eis.
trägst zu viel Zeug zu befüllen. Das erkennen wir doch schon. Wir waren schon mal an so einem Ort. Gefahr. Irgendwie hatten wir doch schon mal so einen Aufbau. Hallo. Aber ich meine, das letzte Mal ging es dann hier durch. Noch nicht mal was? Hä? Warum? Ah, schön. Hä? Ich würde sagen, warum kann ich hier nicht weitergehen? Eine Riesentruhe und dann ist da eine Platine drin. Eine. Statt Dutzende. Aufeinander geschmissene, weil man damit irgendwas experimentiert hat oder die einfach kaputt sind und. Dann ist er irgendwie da hinten hin. Hä? Wie? Was? Wer? Wo? Irgendwas liegt da drauf, aber ich komme nicht ran. Ich gehe mal direkt durch. Aber wir hatten sowas tatsächlich schon mal. Auch mit so einer... Wenn man dann wieder durchschneidet. Gut, das prinzipiell, das Feature kennen wir schon länger, aber ich meine auch wirklich inhaltlich. Ja, hätte mal vorher überlegt. Achso, wir sind jetzt auf der... Ja gut, das ist ja... wirklich sehr uninspirierend. Hier hinten geht es dann... Hä? Hatten wir das hier nicht alles irgendwie schon? Hier werden wir gleich nochmal von so einem Spacer-Typen angegriffen. Hier von so einem durchsichtigen. Na, sag ich doch. Irgendwie hatten wir sowas doch schon mal, oder nicht? Irgendwie ist der Aufbau ziemlich nicht derselbe gewesen. Ich muss mal kurz warten, bis es aufgeladen ist. So.
Hauptmission. Wie kommen wir denn jetzt zum Hasada 3? Woher hat er die Information? Dann hat er den Gesandten und ihre Verbündeten treffen. Ach so. Na dann. Nur noch hier rauskommen. Lass mich raten, das hier ist dann der Shortcut. Irgendwie direkt nach hinten durch und dann rechts. Okay, vielleicht auch nicht nach rechts. Ne, ist einfach nur ein abgeschlossener Raum. Und hier hinten geht es dann irgendwann nach oben. Ich sag ja, das hatten wir alles mehr oder weniger schon. Jedenfalls kommt mir das hier sehr bekannt vor. Ja, da oben hin. Und dann gibt es ja irgendwann eine Tür, durch die man einfach rausspazieren kann und erstmal wieder an der Oberfläche. Genau, Exit. Hätte man jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde drin sein können und alles looten, aber... Ach, naja. Aber irgendwie war das jetzt ziemlich normal. Ach, um Himmels Willen, wirf endlich was von dem Kram weg. Nö. Ach ja, ich kann nicht schnell reisen, also einmal zu unserem Wägelchen hin. Niedrige Gravitation. Ui. Einen kleinen Moment bitte. Mit der Story geht es gleich weiter. Ach ja. Ja, mal gucken, wie. Also. Ich weiß nicht, seit die Kräfte ins Spiel gekommen sind, hat das Spiel irgendwie den letzten Funken Realismus verloren. Was schade ist. Aber hilft ja nicht. Ich lade mir eben mein Zeug ab und hoffentlich auch das von Sarah und dann... Wo ist denn die überhaupt? Nicht hier. Transfer. So. Sonstiges. Autotransfer alles. Das sind eine Menge Werte. Das war die falsche Reihenfolge, Ich habe mich schon gewundert, dass hier keine solchen Sachen dabei waren, aber... Oh. Ich habe die falsche Richtung transferiert. So, hier kann auch alles rüber. Alles, nee, alles kann nicht rüber. Hilfen, Nahrung. Boah. Das behalte ich. Pro Sekunde. So, und alles, was hier unten ist, kommt jetzt mehr oder weniger weg. Was ist denn Kaliber.50 Mi? Aha. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ausrüsten, sortieren? Nee.
Weiter hier über das Inventar. Und nach SPS und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut, 8 ist schon. Ja. Na, passt schon. Ui. Okay. Muss man sich mal angucken. Und dann hier ist irgendwas mit Lebenspunkten nach oben gegangen. Einfach mal gemacht. Schaden wird's nicht. Ja, mal gucken. Okay, dann Pilotensitz. Map öffnen und ab zum Missionsziel. Komme ich da nicht hin? Beschreite Route. Hier irgendwie mal die Ansicht drehen, dass man sieht, was hier in der Nähe von dem Ding ist. Wasser, Helium, Uran, Aluminium, Chlor, Eisen. Aluminium und Eisen war ja schon mal, ist ja schon mal ein Ding. RCOC, Carbonsäure, aha. Naja, aber ich bin hier nur auf Zwischenreise, ich will ja eigentlich dahin. Warum geht das nicht? Weil ich erst hier hin muss? Ich bin beim Aussteiger nicht mehr, ich kann nicht geradeaus fliegen. Okay, gerade eben sind wir einfach so hier hingekommen. Jetzt haben wir eine Animation. Und? Was bringt so ein riesiger Asteroid? Eisen und Gold. Na ja, gut. Was macht der da? Scannen. Oh. Hoher Sauerstoff. Kann ich mal kurz Rohstoffe verbergen? Das sieht ja sogar fast nach einem netten Planeten aus. 1,35G. Oh. Und ab zum nächsten System. Oh, was gibt's denn hier? Ach, nichts.
Darf mich nicht angucken. Ach so. Da bist du ja endlich. Keine Worte mehr. Klären wir das. Du hast dich entschieden. Gib jetzt nicht deine einsame Wolf-Strategie auf. Ja, schön. Wieso kann ich hier... Ah, jetzt kann ich hier durchziehen. Ey, ich kann da nicht... Was soll das? Okay. Hm, toll. Bild offline. Was? Was tut dieses Spiel? Wieso hauen die mal kurz vorher ab? Aha. Wie ich. Dass die Zeit hier endet. Irgendwas von Interesse? Nö. Na schön, verschütteter Tempel, auf geht's. Landen. Wieso sind die schon gelandet? Hier vor, auf so einem Planeten zu stranden. Wie soll man da überleben? Ich höre gern zu. Vielleicht solltest du erstmal deine Augen öffnen? Irgendwas ist hier gerade... Falls ich was für dich tragen soll, nur zu. Gib mal deinen Kappes her. Die sie mal kurz entladen. Aha. Hopp. Ich gehe mal direkt hier rüber rein. Den. Jetzt mal ihren Kappes kurz einlagern und dann geht das schon. Der Mantis-Anzug. Sieht fürchterlich aus, aber bringt was. Nein! Das ist.
Falsche Richtung. Schon wieder. Ich falle schon wieder darauf rein. Vielleicht kann ich die hier nicht einfach ablegen. Alles, was irgendwie ein bisschen was wiegt. Okay. Na, passt. Ach, jetzt sitze ich hier. Also. Verschütteter Tempel, auf geht's. Kälte. Schnee. Ja, Schnee ist wirklich extrem kalt. Meint damit eher ein minus 1 Grad. Oh, wow. Es ist wirklich richtig kalt. Im Raumanzug. Das ist nicht so ganz das, was ich... Ja, ich weiß, ich fange schon wieder an. Geht's denn hier rein? Ah. Hier haben sie sich ja ein Gefecht geliefert. Frierung erlitten? Wir sind gerade mal eine Minute hier draußen. Und gerannt, schwere körperliche Arbeit. Wenn du schon plünderst, dann schnell. Aber in der Tat, ich werde hier nicht alles mitnehmen. Ein Grad. Das Meer ist nicht gefroren. Lass mich doch mal nachladen. Na toll. Die Waffe hier ist irgendwie doof. Das Ding kann wieder nicht zielen. Nachladen. Aber was soll denn das? Warum geht ihr nicht drauf? Porten sich immer vorher weg. Warum gehen die hier immer wieder auf die Dinger da oben?
Kann ich nicht mein Sturmgewehr wieder haben, was da nicht dieses hier ist? Ein Quantum-Essenz für alle. Statt wie sonst üblich einfach nur einen pro Gegner. Na dann. Das Licht bringt dir ja wirklich viel. Aha. Wir müssen weiter. Warum kann ich immer? Erhebt euch! Verteidigt den Tempel! Hier nicht mit der ganzen Constellation auftreten. Wäre doch viel spannender. So, sag mal, wo geht's weiter? Ach, ja, schon tot. Hier noch einer. Da oben ist einer. Ey, sag mir mal, wo geht's weiter? Ja, das sieht ganz so aus. Bin verwirrt. Seh nicht mehr richtig. Ja. Du kannst nichts. Alles gut bei dir, Sarah? Bin ein Weg, die Tür zu öffnen. Zufällig in dem orange angemalten Gebäude, was so riesengroß hier oben thront. Och man, manchmal Entwickler lasst einem doch ein bisschen Möglichkeiten. Nee, nicht für einen ollen Helm. Ja, ne. Die Tür ist natürlich nicht passwortgeschützt. Na. Okay, es wäre nicht so dramatisch gewesen. Ah. 1200 Kredit. Aber eigentlich will ich es gar nicht wissen. Was aber, du warst seit Wochen dabei, wie wir gelernt haben, Schlösser zu knacken. Da solltest du eventuell
herausgefunden haben, was man so wieder so, also, ne? Und natürlich, das zweite orange angemalte Gebäude, das ist es natürlich. Okay, ist nicht wirklich, aber es ist, der Weg ist schon klar. Und auf geht's. Aha. Dass wenn man an der Wand steht, die Laserstrahlen eigentlich von einem Punkt zu einem sehr, sehr langen Linie werden. Das haben sie natürlich nicht eingebaut. Oh. Was haben die mit der Tür gemacht? Oh, hey, Bäume in Gerätschaften. Was war denn das? Das bringt. Okay. Irgendein Special Sound Effekt. Ach je, nee. Das hat ja viel gebracht. Safe. Oh. Ich laufe jetzt durch. Ah, nicht das schon wieder. Verlass die Anomalie. Ja, hier hinten. Das hier kennen wir. Das war noch ja, quasi die erste. Das, womit wir das Spiel gestartet haben, halt. Natürlich kommen wir aber nicht bis zum Fragment selbst. Hier wird man voll durchgeschüttelt.
Ich bin eingeklemmt. Produktionskapazität. Ja. Manchmal dauert das ganz schön lange. So. Wollen wir keine Probleme mehr haben. Jetzt kümmern die sich um die Hüterin. Marines. Achtung, Kampfprotokolle aktiv. Jetzt stehen sie alle doof rum wie 100 Meter Feldweg. Ach, na schön. Wären aber in der Tat eine ganze Menge Gegner gewesen. Da hätte man einiges an Munition verbrennen können. Ein Technikterminal. Toll. Großartig. Ich habe irgendwie schon damit gerechnet. Ich soll irgendwie da hinten hin. So ein direktes Tor gab es da aber nicht. Nein, hier könnte man eine Menge absuchen. Ich übertreibe es mal nicht damit. Sonst hängen wir hier vermutlich wieder viel zu lange rum. Hier steht ja alle rum. Ja. Natürlich wieder orangene Tür. Es reicht ja nicht nur einen Marker zu haben, der einem sagt, wo man hin soll. Nein, man muss aber auch noch einen Leitfaden geben. Ach nee. Die primäre Energiequelle der Anlage war. Ja, die Betonung liegt auf wahr, finde ich schon recht sinnvoll, aber es macht keinen Sinn, dass da. Also ich meine, für was soll das sein? Wenn das Regelstäbe wären, also wenn das ein Atomkraftwerk überhaupt wäre. Es ist niemals sinnvoll, eine solche Glasscheibe davor zu haben. Wenn da die Brennstäbe drin wären. Weil du hast hier dann kochendes Wasser hinter. Unter hohem Druck. Brennstäbe würden von oben und... Ach, je. Nee, nee. Ist schon wieder viel zu unsicher gebaut hier. Thank you.
Na. Na. Ach. Wir haben Besucher. Vadik, davon hast du mir gar nichts erzählt. Wir haben Besucher. Willkommen. Meins ist auch deins. Nein, es ist trotzdem meins, aber du weißt schon. Beeindruckend. Wie hast du... Du verdienst das letzte Artefakt nicht. Das Leben, das du führst. Du stiehlst, bist opportunistisch, lügst. Die Allheit wird mehr von dir verlangen als nur Credits. Du denkst, du hast ein Recht auf die Unendlichkeit? Du bist nichts! Wachen! Du hast keine Ahnung, womit du erreichst. Hier ist einer wenig. Hier ist auf dem Silbertablett. Aber man darf die Sachen mitnehmen. Ah. Nett. Bier. Man könnte meinen, wir würden uns dem letzten Artefakt nähern. Weil jetzt wird nochmal schön alles hervorgeholt, falls man vergessen hat, was man die letzten 100 Stunden gemacht hat, während man Nebenquests abgeschlossen hat und gelootet hat und Ressourcen gesammelt hat, um dann damit nicht wirklich vernünftig anstellen zu können. Der Buddy ist nicht da. Ah. Deswegen. Ah. Los, Neuling. Komm schon. Du schaffst das. War kaum auf der Straße des Reisenden mit uns. So schnell darf keine weitere Seele ins Nichts. Kann mich nicht bewegen. Nein. Ich trinke einen auf die pechschwarze See. Was zur... bei Kriegs Geist? Ist das ein Sternenbluttrick? Willst du mich verhöhnen, bevor du es noch schlimmer machst? Multiple Universen? Springst du etwa durch die Tore von Raum und Zeit? Und dass das alles überhaupt keinen Sinn macht? Keine Ahnung, ob du die Reflexion eines kaputten Gehirns bist. Aber ich verstehe, was du meinst. Tja, du Geist von der anderen Seite. Ich werde mir das mal durch den Kopf rollen lassen. Aber jetzt brauche ich ein bisschen Zeit. Ich habe jemanden verloren. Nein, hast du nicht. Ich stehe vor dir. Ah. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Irgendwie passiert. Und ich habe schon wieder keinen Körper. Und kein HUD. Und generell. Ich habe allgemein keinen Körper beim nach unten gucken. Nach Waffen oder Munition. Nein, eher nach Heilung. Warum liegt hier so viel Zeug rum? Ich meine, es ist... Ey, das ist schon wieder so ein Spoiler, ne? Ja, du bist jetzt auf der letzten Reise und...
Hier kommt nochmal richtig der Kappes, damit kann ich nicht mehr erklären. Man wird nochmal schön aufmunitioniert, was man schon seit Half-Life kennt, mindestens. Soll ja schön voll mit Munition ins Gefecht gehen. Dann speichert man nochmal vorher. Heilt sich. Ja, dann geht's halt los. Na, welch Ballerei begegnet uns nun? Ja, ich würde sagen, das ist ein verschüttelter Tempel, genau. Ein verschütteter Tempel. Aber es ist halt auch nur ein Tempel und keine Artefaktstätte. Hinter ist dann wieder dieses Ding von wegen, erhalte eine neue Kraft und so. Jetzt auf einmal. Noch mehr Gerede. Ich bin enttäuscht. Nein. Stopp. Das will ich hören. Na gut.
eine bessere Zukunft. Kritisch erfolgreich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich schon lange nicht mehr so alt gefühlt. Vielleicht wird es Zeit, das alles zu beenden. Zumindest dieses eine Mal. Nimm die Artefakte, bevor ich zur Vernunft komme. Warum schleppst du all diesen... Die haben mir echt die Artefakte gegeben. Und plötzlich sind wir wieder draußen. Natürlich, ein riesiger Spruch. Für die Menschheit. Eine kurze Frage, hatten wir das, dieses Amilar nicht schon irgendwie? Nur keine Ahnung, wo es ist. Sieht ja sehr begeistert aus. Das war's also. Das Amilar kann zusammengesetzt werden. Und die Sternenblüter sagen, dass etwas auf der anderen Seite passiert, das uns wie sie werden lässt. Komisch. Nach all der Zeit dachte ich, ich wäre aufgeregt, ins Unbekannte zu gehen. Aber ich habe das Gefühl, zu zögern. Man damit wirklich irgendwas macht. Das weiß ich und ich spüre es. Glaub mir, das Schicksalhafte daran. Aber was passiert danach? Angenommen, wir gehen in die Allheit, werden sterngeboren, kommen in ein anderes Universum. Wird es da eine Constellation geben? Und selbst wenn, es wäre nicht unsere. Es ist... Ich hab dich wirklich zum Glauben bekehrt, hm? Puff, was hab ich nur getan? Okay, dann mal weiter. Ein weiterer Sprung ins Unbekannte. Hallo. Hallo. Ich hab dich zwischendurch gesehen. Steht heute Mining auf dem Programm? Eher nicht. Ah. Ich habe das Gefühl, dass Amilar steht doch nicht. Vielleicht. Wovon war es doch? Okay. Ah. Lynn, lass mich durch. Artefakte hinzufügen. Sobald du deinen Kraftsprung aktivierst, springst du zur Allheit. Möchtest du woanders entspringen, entfernen das Amilar von deinem Schiff. Aha. Kraftantrieb für Sprung zur Allheit hochfahren oder Amilar für einen normalen Kraftsprung entfernen. Sprich vor Aufbruch mit deinen Freunden. Abheben. Ach, da hinten ist es ja. Ah ja. Ganz viele... Das ist es.
keine Veränderung gegenüber Tag 1. Außer, dass es mehr Platten sind, die machen. Ja gut, okay, dann so, dann zeig ich doch mal. Was ist nun? Mach mal die Kamera aus. Ach so, ich kann hier rumlaufen. Universen. Wie weit kann ich gehen? Ah. Bis hierhin. Ah, man kann auch nicht zur Seite gehen. Offenbar hat man in diesem Sprung einen sehr eingeschränkten Bewegungsrahmen. Du hast es geschafft. Gefällt dir der Ausblick? Ich schaue sie mir gerne an. Die Unendlichkeit. Deine Meinung zur Unendlichkeit spielt keine Rolle. Natürlich nicht. Wir beide sind Teil des großen Ganzen. Alle Punkte laufen hier zusammen. Wird ein Stern geboren oder stirbt er, schlägt seine Existenz durch das Herz dieses Orts, die Allheit. Ich habe gesehen, was du warst, bist, hättest sein können. Glaubst du, ein gutes Leben geführt zu haben? Bereust du etwas? Gut. Diese Klarheit wirst du brauchen für das, was kommt. Um ein Sternenblut zu werden, musst du dem Universum ein letztes geben. Dich selbst. Der nicht greifbare Teil von dir, der dich in der Unendlichkeit einzigartig macht, wird wie eine Supernova explodieren. Während ein Teil von dir mit der Essenz dieses Universums verschmilzt, bleibt ein anderer auf ewig zurück. Verstehst du das? Du lässt dieses Universum zwar zurück, doch dieser letzte Schritt wird es auf ewig verändern. Ja, das sieht mir sehr stark nach New Game Plus aus. Du hast gerade deine eigenen Fragen beantwortet. Wer außer Schöpfern kann Dinge erschaffen? So hat man sie im endlosen Zyklus der Zeit schon immer genannt. Ist es einer? Sind es viele? Mensch oder Alien? Terrestrisch? Vielleicht triffst du sie eines Tages noch, aber nicht heute. Und was das Warum betrifft, ganz einfach, damit du diese Frage stellen konntest. Damit du vor mir stehen und in die Mysterien des unendlichen Kosmos eintauchen konntest. Ja. So wie ein toter Stern neue Materie erzeugt, verschmilzt ein Teil von dir mit der Allheit selbst. Dieser Teil betritt als Sternenblut das Multiversum. Für dich wird es so sein, als würdest du aus einem Traum erwachen. Gehe durch das Tor des Lichts und du wirst Stern geboren. Alles wird verschwinden und du an einem anderen Ort erwachen. Doch das ist nicht dein einziges mögliches Schicksal. Du könntest auch umkehren, dich entfernen von der Allheit, bis die Sterne verblassen und auf deinem Schiff erwachen,
in deinem Universum dein Leben weiterleben. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Mit euch allen. Mit jeder Version, die gerade hier in der Allheit ist. Geht hinaus in die Sterne. Das Charakter wählen? Indes du den Schritt in Richtung Unendlichkeit erwägst, zeige ich dir, was mit dem Universum, das du vielleicht verlässt, geschehen wird, während sich deine Essenz durch Raum und Zeit verteilt. Da der Hunter und der Gesandte besiegt wurden, steht in diesem Universum der Weg zur Einheit den Bewohnern der besiedelten Systeme offen. Die mächtigen Sternenblüter werden sie nicht mehr behindern. Mitglieder der Constellation werden ihre Materialien über die Entdeckung der Artefakte, die Sternenblüter und die Allheit veröffentlichen. Die Erkundung des Alls in den besiedelten Systemen im Zeichen der Hoffnung erhält einen neuen Schub. Und außerhalb der besiedelten Systeme? Aber ich würde mal behaupten, das ist prinzipiell ja ein gutes Ende, oder? Achievement, ein riesiger Sprung. Okay, das ist nett. Warum sah das so verpixelt aus? Als wäre das nur irgendwie, weiß ich nicht, 720p. Aber es sah durchaus sehr nett aus. In der Tat. Leider ziemlich unspektakulär damit letzten Endes. Ich hab ja schon relativ am Anfang, als wir die Allheit und diese ganzen Geschichten dazu gehört haben, relativ früh schon gesagt, das wird einfach nur das Tor zu New Game Plus sein, was ich bisher noch nie gemacht habe und auch weiter nicht machen werde, weil ich will nicht einfach das zweimal, also dasselbe zweimal zu spielen. Weiß ich auch nicht. Also das ist... Es kann Spaß machen, aber dafür muss das Spiel halt auch entsprechend Spaß machen. Und... Ah, tja.
Das Spiel macht schon Spaß, so ist es nicht, aber es, man hat einfach das Gefühl, man hat ganz viele Vorlagen quasi nehmen wollen und deren Funktion quasi den Spielinhalt davon nehmen wollen. Hat es eingestampft, damit es den Spieler nicht überfordert und dann als ein Feature für sich alleinstehend eingebaut. Und das mit ganz vielen Parallelen und jedes von denen funktioniert unabhängig voneinander und bietet an und für sich nicht wirklich Mehrwert. Ich werde jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir Sternblut Guardia. Ein Sternblut, das bist du geworden. Du hast das Unendliche berührt. Deine Geschichte ist vorbei, doch sie wird neu beginnen in diesem Universum und in unzähligen anderen. Begib dich zur Loge. Aha. Du erinnerst dich an alles, was du hier gelernt und erfahren hast. Zurücklassen musstest du deine Besitztümer und jeden, den du damals jemals gekannt hast. Also man behält einfach nur sein Skilltree. Also alles. Also und die Kräfte. Erkunde dieses neue Universum und alles, was es zu bieten hat. Und vielleicht unternimmst du auch eine weitere Reise. Ah, jetzt dürfen wir so ein Schiff fliegen? Ich wollte schon sagen. Und ich schaue es mir mal an. Das ist 1500 für einen Grafsprungantrieb. Ah. Okay. Wir können jetzt einfach überall hinspringen. Achtung, unidentifiziertes Schiff. Fraktionsmarkierungen oder registrierter Hersteller negativ. Während Durchführung des Scans Kurs halten. Wenn bei diesem Ding überhaupt ein Scan funktioniert. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Na dann. Alle Daten haben wir auch verloren. Ich werde jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir da in der Loge auftreten und die Kräfte benutzen. Mal gucken, was der Typ sagt bei so einem Schiff. Ja, es ist schon dezent größer, würde ich sagen. Wow, das ist mal ein Schiff. Oh. Nett. Und was machen die hier? Hey, ich versuche mich zu konzentrieren. Gut. Also, dieses Schiff, ist das kompatibel mit Standard? Ach, weißt du was? Wir finden es raus. Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. Außerdem gibt's da noch Jamison Merkin. Ja. Und wir haben einen Anzug, der keine dieser sinnlose Angriff auf eine Forschung. Der keine. Du wirst beim Betreten der Stadt gesehen. Ja. Okay. Tragfähigkeit hat. Das war das Wort, was mir fehlte. Ach.
Gehen wir mal kurz dahin. Mal gucken, was so passiert. Im Unterdeck stellt sich der Strom aus. Das Mast hat endlich jemanden geschickt, aber es hat nicht geholfen. Ich will nur gucken, wie sie reagieren, wenn man jetzt die Kraft da einsetzt. Die Begleiter sagen ja mal was, aber kennen sie es ja noch gar nicht. Entschuldigung, das ist eine private... Moment. Du kommst mir bekannt vor. Vasco, identifizieren. Scan läuft. Erstelle Querverweise zu bekannten Personalakten unserer Partnerorganisationen. Bitte stillhalten. Das scheint Gemeiner von Argos Extractors zu sein. Verschwunden, als wir das Artefakt von Vectera weggebracht haben. Aufenthaltsort ist eben unbekannt. Verstehe. Vasco hat das Artefakt schon geliefert. Also, warum tauchst du jetzt auf? Okay. Mal gucken. Du bist... Verstehe. Einige unserer Theorien zu den Artefakten stimmen also. Das glaubst du einfach so? Und wenn diese Person nur Wahnvorstellungen hat, in der Mine zu viele Gase eingeatmet hat? Hören wir ihm doch zu. Wir wissen so gut wie nichts. Wenn er die Wahrheit sagt, kann uns das sehr helfen. Alles klar. Schieß los. Ja, okay. Danach suchen wir also. Nach den Teilen für ein Armillar. Nach einem Weg in das Zentrum eines Multiversums. Entweder ist das wahr, oder es ist der raffinierteste Streich aller Zeiten. Über Zweifel sind wir doch längst hinaus, Walter. Wir können es ja mit eigenen Augen sehen. Wir wissen jetzt, wo die meisten Artefakte sind und wohl auch, wie wir sie kriegen. Ich weiß nicht, ob du dich mit ihnen treffen solltest. Die Artefakte haben dir doch Kräfte verliehen, oder? Das sollten wir ausnutzen. Rede bitte mit Wladimir im Auge. Vergleich das, was du uns berichtet hast, mit seinen Scan-Daten. Du spürst die Artefakte auf, die das Auge findet. Wir besorgen die anderen. Ja. Ich... hoffe, deine andere Sarah weiß, dass du in Sicherheit bist. Und jetzt holen wir die Artefakte. Ja, gut. Also relativ unspektakulär. Ich hätte halt dieselbe Antwort gerne nochmal gehabt. Also warte, wenn man sagt... Ein Moment. Wenn wir das jetzt noch machen und sagen, Hauptstory nicht überspringen. Aber dann die Kräfte einsetzen. Das ist... Moment. Vasco. Scan läuft. Das scheint dir mein... Verstehe. Du willst einen Space Miner aufnehmen? Aber er ist trotzdem hier. Oh. Wir stehen hier am Anfang einer wichtigen Entdeckung. Was du auf Vectera gefunden hast? Das Artefakt. Es gibt noch mehr. Und sie erschaffen etwas, das wir noch nicht verstehen.
Wenn du wirklich ein Teil von dem Ganzen sein willst, musst du wissen, dass wir uns kopfüber ins Ungewisse stürzen. Das kann mit erheblichen Risiken verbunden sein. Gut, wir geben dir ein Zimmer. Danach kannst du alle kennenlernen. Interessiert sie gar nicht. Gut, okay. Ja, also... Ich weiß nicht. So richtig... Richtig gut war das Spiel nicht. Schlecht war es auch nicht. Aber man hätte noch viel, viel mehr kombinieren können. Dass man mit Sachen, die man auf dem Planeten macht, auch tatsächlich einen Fortschritt hat. Irgendwas, das effektiv hilft bei dem, was man tut. Ja. Weiß nicht, viel mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Mir fällt einfach nicht viel ein. Also. Wollte ich groß noch dazu sagen. Prinzipiell ein gutes Spiel, faktisch. Halt so eine 80 von 100. Ich fand es halt ab dem Punkt Mist, wo sie dann diese Kräfte eingeführt haben. Bis dahin war es ja alles noch einigermaßen mit normalen menschlichen Methoden irgendwie erreichbar, mal von den Artefakten bis dahin abgesehen. Das wäre halt dieser eine Punkt, wo man halt sagen könnte, das ist super hohe Technologie, die können damit Gravitation agieren und man nimmt einfach unerklärliche Kräfte, die die Allheit. Ach je, nee, da bin ich einfach raus. Aber ich gebe mal zu Chaos und Tom und Ordi. Hallo. Moin Maggi. Hi Maggi, wie geht's? Wie steht's? Alles fit in Schritt? Hoin Maggi. Ganz gut und selbst? Ja. Dann musst du dich erstmal überlegen, was er darauf jetzt antwortet. Ja. 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 Verbessertes ja. Löschzeug. Einschießen ist immer gut. Ist wichtig. Jo, ich würde mal ein, zwei Runden vielleicht noch mitmachen und dann bin ich auch schon wieder raus. Ja. Klingt nach einem Plan. John, bist du auch noch da? Yeah, ich hab frei morgen. Ich bin natürlich da. Was? Du hast frei? Ist ja frech. Ja, sicher. Finde ich gut. Na dann. Chaos, Quatsch. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Und bis morgen. Bis morgen. Schlaf Nacht, gut. Chaos. Schlaf gut. Gute Nacht. Tüdelü, hau Nacht. Rein. Tschüss. Tüdelü. Wieder schon reingehauen. Und weg ist er. GMC. Tauschen gegen Dan. Boom. So. 150% Forschungsbooster. Du willst, dass wir die nächste Runde direkt leiden, ne? Nein, ich hab den nur gekriegt. Ich bin ja noch nicht eingesetzt. Sekunde kurz, ich muss mal eine Sache machen. Also ich weiß nicht, was Chaos hatte. Bei mir wobbelt bei dem... Oh,
Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe das Wobbeln gesehen von der Kanone. Lol. Was? Ah. Der Panzer, der hier durchfährt, dieser aufgeblasene Sherman. Ach so, ja. Da fängt die das ist nur ein aufblasbarer Panzer. Am ja. Drehen, das sieht ja gut lustig aus. Was, 6,0? Wer 6,0? Ich weiß noch nicht, wo seid ihr bei... Tiger Iyad. Ja, es gibt halt keine großartigen 5-3er-Panzer. Das war ja das Problem, das ich hab. Ach du Heiliges. Also ihr spielt jetzt bei... Also, warte mal. 5-3 habt ihr jetzt Maximum, ne? Ja. Warte, ich guck kurz nach. Easy going. Ja. Das ist ein bisschen... Der geile Wobbelpenis. Ja, ist halt wirklich so. Aber Chaos, du sollst doch schlafen gehen. Gute Nacht. 5,0 bis 6,3. Was? 5,0 bis 6,3? Achso, wegen dem Matchmaking meinst du? Ja. Okay, dann kann ich auf meinem Gesocks bleiben. Ja. Okay. Nee, ihr wisst. Ja klar, jetzt doch... 6,0 ist richtig. Ja, aber dann haben wir doch jetzt Matchmaking von bis 7,0. Bis 7,0, ja gut, ist ja halt so. Oh nee, ja, scheiße. Ich kann den, na gut, die Tiger sind halt 6,0, 5,7, wenn ich die nochmal austausche, warte mal. Ich kann doch irgendwann auch mit Tigern in Gefecht, also von mal, ja. Ja, ordentlich nicht. Ja, mit doch, mit dem Tiger 1 kamen wir ins Gefecht, aber dann sehen wir ja, dann sehen wir ja schon Tiger 2 und Jagdtiger und sowas. Da müsste ich ja umwechseln auf Deutschland. Auf nee, es geht ja mehr um Ordi, der da. Nicht wahr. Auf 4-3. Dann sehe ich halt den einen 5-3er, den es gibt. Ja, okay, es gibt nochmal irgendwie Nashorn und Waffenträger, aber das ist halt. Das sind wieder diese. Das ist der Forschungsbaum mit den ganz, ganz furchtbaren Fahrzeugen. Machen Spaß. Also Waffenträger macht Spaß. Verstehe die Frage nicht. Waffenträger war das eine das eine Fahrzeug, was ich letzte Runde gekillt habe mit meiner Flak. Nashorn hat mir nicht. Hat mir das Getriebe rausgeballert. Ich habe den nicht mal gesehen. Nur so hingehalten, wo der Schuss herkam mit der Flak. Nach dem ersten Treffer war der hin. Das hat man selten mit der Flak. Noch den Panzer 470 erforschen. Der hatte 5. Ja, 5,7 ist aber auch schon wieder zu viel für euch. Ja, nee, dann machen wir so. Ja, die 5,7er. Hoppla. Falsche Nation. Nochmal, wie bitte, Ordi? Am 5,7er forsche ich halt gerade dran, ne? Ja. Stritzwagen 74. Und T-34 85. Aber das dauert, bis ich da bin. Das wird dauern. So langsam, wie das aktuell läuft. Holy. Mhm. So. Alle bereit? Mhm. Ne, ich hab vorhin schon gesagt. Oh, wieder eine große Version einer Karte, die ich kenne. Geil. Mhm. Oh ja, cool. Sinai ist die kleine Version. Ja, gut. Wieder Load hier. Wieder keine Ahnung, was ich eigentlich spielen soll. Ich nehme mal wieder den. Pantagie. Tiger H1. Ja, gut. Tiger E. Also, letzten Endes fahren könnte man sie doch, aber wenn man sie selber dann mitnimmt, dann landet man plötzlich auch bei Tiger 2. Genau, sobald ihr selber da reinsteigt, dann bin ich im Matchmaking ja. Gegen die 7er dran. Und das dann, ich sehe ja jetzt schon kein Land als Load hier. Ich habe schon gesagt, denn, John. Was? Ich hab nur einen 50, mehr ist es nicht. Den Stockgrind mache ich irgendwie anders. Okay. Was heißt Stockgrind? Ja, wenn du gerade die Panzer frisch kaufst, dann ist es halt Stock. Die
Das ist von Ryan, mit ein paar Modifikationen hast. Achso. Ich komm mit der Kanone nicht runter. Hm. Da, der hat nicht. Warum? Warum tut man das? Ich hätte nur darauf gewartet, dass ich darüber gucke. Ah, hier fährt einer von unserem Team echt einen Panzer 2C Premium-Ding auf 1-0 durch die Gegend. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Oh Mangi, wie sieht das? Wie sieht die Stimmung da hinten aus? Ja, ich hau da gerade einem in B auf die Rübe. Da hinten ist ein. Oh ne. Uff. Das ist aber ein bisschen viel explodiert. Munitionsreserven. Der hat wirklich die Munition getroffen. Ah, RL. Ich hab's gewusst. Diese Franzosen wieder. Ah. Machst du einmal wieder klar. Ah. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Hat richtig gut funktioniert. Kein Durchschlag. Und tot. Voll. Was ich mit dem Panzer gedacht haben. Wie sieht's aus, Audi? Ich hab keine Kanone mehr. Nur so. Und ich bin. Ich weiß es nicht. Warte, nicht wegfahren. Ich habe ein Einschussloch von hinten und das hat mich so abgelenkt. Aber ich glaube, das ging tatsächlich von vorne einfach durch. Ich habe es noch nicht gesehen. Warte mal. Das kann ich nicht. Gut. Ist er tot? Oh, blöd. Wo? Was war da? Oh, da sagst du was, ich bin hier direkt um die Ecke. Ja, ich sehe ihn. Nein! Wo ist das Geschoss hingegangen? Toll. Ja. Der hat gerade richtig einen Wurf gemacht. Das war eine gute Runde für den, ja? Jetzt schon. Oh, wow, und der schießt einmal auf mich und du. Wo ist er? Besser. Ach, das war auch irgend schon so ein Ding. Hab ihn! Wenn's er ist. Na toll. Und ich fahr noch genau rein. Oh, schon wieder Dreckkills. Das kann ich wahr sein. Yay, Flak. I fucking love this game. Finde ich gut. Gute Einstellung. Ja. Richtig guter. Ah, so, gucken wir mal hier. So. Hallo. Danke, Maggie. Danke. Vielen Dank. Weißt du jetzt, wie nervig das ist? Danke dir. Mag geschenkt. Oh, direkt vor uns. Ich hab ihn noch gerade hinter der Düne verschwinden sehen. Ich sehe nichts. Oh, das ist. Aber quasi da. Ich verschieße einfach zu. Stopp. Keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Das ist ein Opmo. Oh. Was ist hier gerade los?
fucking dritte Kugel, die verkacke. Da? Ja, das dürfte es gewesen sein. Ja, ich habe keine Fahrzeugpunkte mehr. Mordi, schau mal bei dir. Ach, da ist jetzt wieder ein Flugzeug. Schön hinter dir auf 12, 6 Uhr. Ja, bin ich halt gleich wieder tot. Ne, es fliegt nicht auf dich. Flieg zu John. Daneben. Ah, der hat mich eben umgenietet. Oder zumindest so ein Panzer. Direkt hinter der Bühne. Ja, genau. Sehen? Hm. Ja, genau. Ja, wie soll ich sagen? Die Runde war ja vom feinsten Träumchen. Ihr seht schon, es wird nicht besser. Man soll ja aufhören. Leicht links so von dir. Ist, ne? Ja. War noch ein bisschen. Also, Baby ist. Bin raus. Dann wünsche ich euch gute Nacht und bis morgen. Achso, jo, dann bis die Tage. Man sieht sich. Tüdelö, hau rein. Hey. Ich bin mal gleich wieder da. Einen kleinen Moment. So geht denn das? Einen kleinen Moment, bitte. Über die Düne drüber hinweg in den Hinterkopf. Ah, nice. Sehr schön. Gehen wir doch noch mal den. Da brauche ich auch noch Punkte. Ach, ich komme nicht mehr an. Das ist ja schön. Beste Staffel. Ja, nice.
Ei. Schwedischer Panzerfahrer 2. Yay. Und die Gleisketten. Und die bessere Munition. Und Mühe für den neuen Motor. Ach, so ein Witz. So ein Witz. So, besseres Laufwerk. Einschießen. Filter. Bitte. So, da die bessere Munition. Dann Gleisketten. Alles, was für mehr Bewegung sorgt, ist gut. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Ach ja. Da hat schön wenig gebracht. Ja. Aber hättest du Bock auf eine Runde Sturmmodus? Also einfach gegen Wellen durchhalten, solange du kannst? Mal ausprobieren. Alles klar. Allerdings nicht in den Panzern hier. Das wäre furchtbar. Dann schalte ich wieder auf das 4-3er Battle-Ranking um, weil. Ja. Bei dem anderen. Panther, die. Ja. Ja. Ach, mir gefällt das alles nicht. Was hatte ich hier nochmal für ein Fahrzeug? Ach, den. Panzer 4J. Zurück, wir sind PR 57, das ist 5-3 bis 6-3. Also kannst in dem Bereich kannst du alles nehmen, worauf du Bock hast. Jetzt also doch. Bei Stumme Kerl, ja, da gibt's feste BR-Rankings von 1-0 bis 2-3. 2-7 bis 3-7, 4-0 ja, bis okay. 5-0. Ne? Ja. So. Und da, wo wir aktuell eingestuft sind, ist 5-3 bis 6-3. Und da kannst du dir ein Deck ja, okay. draus zusammenstellen, wie du lustig bist, theoretisch. Theo, praktisch habe ich auch einen 3-7er dabei, aber ja, wird schon. Ein Schiff mitnehmen, es ist 4-0. Wobei, ja, nee, du ziehst mich tatsächlich, glaube ich, hoch. Weil mein höchster ist 5-0, das wäre ein BR drunter. Ja, dann lass mich die Vierer nehmen hier. 4-3-3-7. Ja, 4-0 bis 5-0. Ja, dann lass uns das machen. BR 5-0, ja. Das sollte passen. Okay. Bereit? Jupp. Was? Sturm Arcade Landfahrzeuge, okay. Gucken wir mal, wie lange wir jetzt brauchen, um in eine Runde zu kommen. Warte auf Schlacht 3. Aber was? Wie? Warte mal. Ja, ich weiß auch nicht. Ich spiele die beiden Sturmmodi, also sowohl den für den Panzer als auch den für Luft. Ganz gerne, um Stockfahrzeuge durchzuspielen. Okay. Oder zumindest ein bisschen zu grinden. Man kriegt jetzt nicht mega viele Punkte, aber es ist je nach Fahrzeug so viel angenehmer, einfach diesen Modus zu spielen, als das richtige Ding zu spielen. Gegen andere Spieler. Ich habe halt keine Ahnung, was man machen muss, aber das wäre ja auch nichts Neues. Ja, du wählst dir einen Panzer aus, du bezahlst Credit für den Einstieg. Also umso öfter du stirbst und neu einsteigen musst, desto teurer wird's. Und dann haben wir hier dieses Quadrat auf der Karte. Das siehst du ja, sobald gespawnt wird. Ja. Und das müssen wir verteidigen. Da darf kein Feind reinfahren, beziehungsweise nicht lange drin sein. Dann okay. tickt es runter.
muss mich halt wirklich an die Seite stellen. Ja, ansonsten ist es halt Kate, ne? Ah, ja, stimmt. Gibt's das nicht für realistisch? Scheinbar nicht. Ah, da sieht man die... hier auf der Map. Und die schießen... lol. Ich wollte gerade sagen, die schießen gar nicht so schlecht, die Gegner. Und jetzt weiß ich schon wieder, warum ich Drehkranze nicht mag. Oh. Geschützrohr kaputt. Oh. Also für die von oben von 3C sind gerade irgendwie schneller. Ich mache halt hier noch gar nichts, weil ich nur kaputt bin und am Reparieren. Oh je. Ich muss auch dazu sagen, den Panzermodus habe ich im Gegensatz zum Luftfahrzeugmodus noch nie gewonnen. Okay. Und gewinnen? Das wäre halt so ein Endlosmodus. Nee, es geht irgendwie 20 Minuten oder so. Oder unten links steht die Anzahl an Bällen. Ah. Ja. Ach, Flugzeuge kann man hier auffahren. Okay, fliegen. Ja, genau. Das ist reines Arcade, wie man das kennt. So. Da ist ein Reparatur-Ding-Symbol. Ja. Ich hab's noch nie zu einem hingeschafft. Ich bin nur vorher immer gestorben. Okay. Probier's mal aus. Mag den hier nicht so sehr. Tatsächlich, es wird dann alles repariert. Irgendwelche Raketen, aber ich kann nicht aufbauen. Ich wollte sagen, hier war doch auch noch ein Feindflieger. Ich schütze. War so klar. Da habe ich natürlich wieder nur Panzer dabei, die keinen Drehkranz haben, die ich noch erforschen muss. Auch so was Blödes. Oh, die Nachladezeit vom Stu und Emil. Oh, oh, oh.
geht halt gerade echt die Munition aus. Kann man nicht hier irgendwo Munition aufladen? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab aber auch nicht ganz drauf geachtet. Bei den Bunkern in den weißen Kreisen, da geht das. Ach, nur von oben. Schwere Panzer diesmal. Das waren die, wo ich immer am meisten draufgegangen bin. Boah, FAB schreit aus. Ja, die stehen ja alle beieinander. Weil die schweren Panzer aus irgendeinem Grund sehr viel präziser sind als alle anderen. Habe ich immer das Gefühl. Toll. Ob ich den noch getroffen habe. Ah, die Nachladezeit. Hey, dafür mag ich meinen PT gerade zum ersten Mal. Die Nachladezeit ist echt gut. Toll. Nicht da, wenn dann da hinten hin. Da sind viele. Oh, ich hab nur noch HE. Gut, also die schweren Panzer machen mit dem Stuhl und Emi natürlich gut platt. Aha, die Nachladezeit. Das ist schon... jetzt theoretisch mit einem großen Bomber rein. Theoretisch. Die Mission gescheitert. Ja, wir haben zu viele Tickets verloren, weil die drin standen die ganze Zeit. Ach so. Okay. Was meinte ich mit, ich habe das noch nie gewonnen. Nach 10 Minuten gibt's was? Bessere Belohnung. Also umso länger du durchhältst, desto besser die Belohnung. Ja, nach einer halben Stunde gibt es das volle Ding. Aber deswegen wollte ich auch Ground machen, weil das geht selten über... Also ich habe noch keine Runde gehabt, die 20 Minuten erreicht hätte. Während bei Air, das haut tatsächlich hin. Also das habe ich schon 2-3 Mal gewonnen und ich mache das noch nicht so lang, dass ich den Modus nutze. Das, was wir jetzt gekriegt haben... 100, 200 Forschungspunkte ist halt schon... Ich habe einen 75% Booster raus aus der Kiste. Ich habe einen 50% Booster für Silver Lions. Naja, ja. Ja, wie gesagt, die werden halt besser, die Rewards. Ja, okay. Müsste man sich wohl mal anschauen. Hä, wieso kriege ich jetzt nochmal eine Schlachttrophäe? Oder ist das jetzt nur der Hinweis auf den 50% Booster, den ich eh schon gekriegt habe? Ja, habe ich. Wow. Okay. Ja, genau. Das ist einfach nur nochmal Deko. Ja. Da steht der aufblasbare Panzer.
Ja, und das gleiche Ding gibt's halt auch nochmal für Flugzeuge. Hm. Das sind aus irgendeinem Grund aber nur Jäger zugelassen. Okay. In einem Modus, worum es da, darum geht, möglichst viele Bomber abzuschießen, bevor sie die eigene Basis zerbombt haben. Okay, Luftüberlegenheit, Digga, das wäre wieder die Geschichte. Nee, nee. Ach Mann, weißt du, zum... Ich mag einfach diese Jagdpanzer nicht. Das ist einfach nicht meins. Ja, mit dem sturen Emil kann man gut was besiegen, wenn man denn nicht schnell ausgenockt wird, weil das Ding halt offen ist. Ja. Hm. Fühle ich leider. Wenn wir dieselbe Runde spielen würden und ich würde tatsächlich mal Panzer 4H, Panzer 4J, was mir halt nichts mehr bringt, spielen, würde das sicherlich auch nochmal anders aussehen, weil ich eine höhere Nachladezeit habe. Durchschlagen tue ich auch noch. Und ich habe einen Drehkranz. Das heißt, selbst wenn ich kaputt gehe, ist nicht gleich alles verloren. Ja. Das ist korrekt. Mit der Ostwind wollte ich da jetzt nicht unbedingt rein. Wie gesagt, tu dir selbst einen Gefallen und spiel niemals die Schweden. Du wirst sie hassen. Hm. Ich komme mittlerweile damit klar, aber die Fahrzeuge sind alle dünn gepanzert. Was äquivalent ist mit offen, weil offen ist die andere Hälfte. Ja. Es gibt halt auch keine Heavies im Baum. Also du hast Medium-Panzer, hauptsächlich T-34, Panzer 4 und deren Derivate. Komet 1 kommt zwischendurch nochmal so. Und dann hast du sowas, was als Medium-Panzer bezeichnet wird, wie der PVKV-4. Der aber eigentlich auch kein Medium ist, sondern ein Jagdpanzer. Er hat einen geschlossenen Turm, aber das ist halt auch mehr Deko. So, der Stritzwagen M42 DT ist auch als Medium klassifiziert. Kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aufgrund der Beweglichkeit von dem Ding. Aber der Turm ist hinten offen. Was? So. Ah. Ne? Ja, okay. Und es wird dann eigentlich erst so mit BR-7077 wird das besser. Hm. So, dann kommt der Stritzwagen 81, was tatsächlich auch ein... Wobei, den auf 5-7 gibt es den 74, der sieht zumindest auch schon mal nach einem Panzer aus. Ist aber auch als leichter. Ja. So, ne? Genau, und dann kommen die Stritzwagen 101 und so. Hm. Und das sind dann Leopard-Derivate, Neuzeit... Das sind dann Medium-Panzer, mit denen man wahrscheinlich dann auch was anfangen kann. Aber der ganze Zweite Weltkriegspart bei den Schweden ist ein einziger Krampf. Und ich spiele die auch nur so weit hoch, weil ich eben die ganzen Stritzwegen haben will, hinterher auf 7-7 aufwärts. Mhm. Ja, gut. Ja. Ja, aber gut, ich würde sagen, Ende für heute. Oder? Ja. Nicht sehr dabei. Ja. Alles klar. Dann, danke fürs Mitspielen. Ja, ich denke ebenso. Schön, dass du noch reingeschaut hast. Ja. Und bis dahin. Bis denn. Ciao. Gute Nacht. Schlaf gut. Er war noch im Discord. Naja. Ja. Ich danke auch vielmals fürs Zuschauen, keiner mehr da ist, aber nur noch auf YouTube, wo ich auch wieder was hochgeladen habe, so ein bisschen zumindest. Macht's gut, schlaft gut, bis denn, haut rein, tüdelü.